konnte so vieles loslassen, transformieren und in die Heilung bringen und habe sogar meinen Seelenplan und meinen Seelenberuf entdeckt. Solche und ähnliche Botschaften erreichen mich jedes Jahr nach dem ganz genialen Seelenfreude-Retreat auf Bali. Und auch, dass mir welche anschließend schreiben, dass ihr Mindset unerschütterlich ist und sie ganz genau wissen, wo der Weg jetzt hingeht und sie das totale Urvertrauen wieder in sich und in das Leben gewonnen haben. Kennst du das? Da gibt es Dinge, die dich schon seit Jahren beschäftigen, die wie so ein Damoklesschwert über dir liegen, die du gerne loslassen würdest, die du endlich gerne in die Heilung bringen möchtest, um es mal so auszudrücken. Aber im Alltagsgeschehen, gefangen in den Alltagsenergien, es ist einfach immer und immer wieder wie in einer Spirale zu sein und man dreht sich immer wieder im Kreis. Und das ist das Besondere, wenn du mal deine Seele baumeln lassen möchtest, an einem ganz besonderen Ort wie Bali, wo wir wirklich fernab von jeglichen belastenden Alltagsenergien in die Transformation, in die Heilung gehen. Kannst du dir vorstellen, wie förderlich das ist für dich, aber auch für dein Umfeld, für deine Familie, für deine Kinder, wenn du so mal den Weg zu dir selbst in deine Mitte findest. Ich lade dich ganz herzlich ein, dich um einen der wenigen Restplätze jetzt für Schnellentschlossene noch zu entscheiden und mit uns dieses Jahr, dieses wunderbare Retreat auf Bali, ja, zu genießen, die Seele baumeln zu lassen und in die Transformation zu gehen, die du dir schon längst wünschst. Klick auf den Link unter diesem Video, bewirb dich für einen dieser restlichen Plätze und dann sprechen wir beide im vertraulichen Gespräch, klären alle Details und dann sehen wir uns in diesem Jahr auf Bali. Ganz liebe Umarmung, bis ganz bald am Telefon.